Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Faes. Und ja, wir sind wieder in so einer Kanalisationsumgebung hier gelandet. Und da oben haben wir wieder einen Würfel. Juhu. So. Würfel. Kaschen. Damit haben wir Nummer 25. Fehlen uns nur noch 7 Stück. Sehr gut. Und in der letzten Folge haben wir ja auch noch eine neue Karte gefunden, die uns endlich verrät, wie wir an die Truhe hier kommen. So, dafür müssen wir aber erstmal den Weg zurückfinden. Ohne dabei zu zermatschen. Oh, hier ist nebenbei wieder noch wieder so eine Tür. Wo führt die denn hin? Ach, hier hin. Ah ja, cool. Und das Gebiet ist jetzt auch orange. Also haben wir den Haupttab gelöst. Nur bei der Mühle müssen wir uns noch umgucken. Und halt hier in den Gebieten. Aber ich denke mal, wir müssen das wieder ganz runter. Weil hier geht es jetzt zurück in das Truhengebiet. Da muss dort kurz laden mal wieder. Genau. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Karte genau an. Okay. Hier ist eine Tür. Und das Ding hier. Das dreht ja nur das hier, oder? Ja. Also bleibt das mal so. Okay. Nochmal auf die Karte kurz gucken. Okay, gerade andersrum. So rum nämlich müssen wir das Ganze drehen. Also nicht so rum, sondern so rum. Da müssten hier die Plattformen sein. Ja. Oh, konnten wir uns gerade so noch dran festhalten. Hopp. Und abwärts. Okay, was haben wir hier Schönes? Ein Anti-Cube. Oh, Nummer 15. Noch ein und wir haben die Hälfte. Jetzt müssen wir nur noch wieder runterkommen. Ups. Nein, da waren die Stufen nicht. Waren sie hier? Nein. Das ist jetzt wieder blöd. Ah ja. Sehr gut. Damit wäre das auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal wieder in die Richtung. Weil da gibt es noch eine Abzweigung, die ich mir gerne angucken würde. Dazu müssen wir wieder erstmal hier hoch. Da ist der Weg nach oben. So, jetzt müssen wir nur die richtige Tür finden. Die war aber, glaube ich, auch hier unten irgendwo. War das die? Nein, die ging zu den Mühlen. Die war es auch nicht. Ich hätte die Abkürzungstür unten nehmen sollen. Ich glaube, die nehme ich dann auch am besten. Ach, die war da. Und der da oben freut sich einen Keks und sagt irgendwas. Aber ich denke mal,
Das mit den Texten, das spare ich mir fürs New Game Plus auf. So. Sind wir wieder hier? Und hier können wir einfach weiter nach oben. So, einfach hier hoch. Hopp. Das war falsch. Nämlich so. So. Und, aua. Jetzt muss ich das Ding den Weg zurückfahren lassen. Das Ganze nochmal machen. Alles kein Problem. Kriegen wir doch hin. Jetzt aber. Es wird auch noch dunkel hier. Muss das sein? Aber so kommen wir da wenigstens auch dran vorbei. Und jetzt müssen wir, glaube ich, drehen. Genau. Und hoch. Und hey, wir sind oben angekommen. Sehr schön. Und ein neuer Hub mit Teilen, der in einen nächsten Hub führt. Ah ja, da. Okay. Ja. Du musst da lang gedreht werden. Und du musst wahrscheinlich auch da lang gedreht werden. Na, noch einmal. Ja, genau. Sehr gut. Gibt es wieder zwei Teile für uns. Hüpf, hüpf. Und die nächste Tür ins Glück. Mal gucken, was haben wir hier hinter? Oh, Vogel, hallo. Hier haben wir wieder Einzelteile. Ja, ja, das ist ein Fahrstuhl, das haben wir schon begriffen. Und noch einen gelben Würfel. Gucken wir mal, dass wir erst an das Teil hier kommen. So, sehr schön. Und die Dinger hier sind auch ganz lustig, hä? Und Nummer 26. Damit haben wir auch hier alles abgeschlossen. Fehlt uns eigentlich nur noch hier unten die beiden Anti-Cubes, aber die holen wir uns dann irgendwann mal. Gut. Ich würde sagen, da geht es jetzt hier erstmal zum Hub zurück. Von dem Hub geht es dann zu einem anderen Hub, würde ich mal sagen. Das mit der Eule haben wir auch noch nicht gelöst. Hier gibt es noch ein Rätsel für uns. Da gibt es noch ein Rätsel. Da gibt es noch zwei Rätsel.
kommt aber alles noch. Das ist der Haupthub. Hier ist noch ein großer Hub, bei dem wir noch gar nicht waren. Hier haben wir nur noch Rätsel. Hier fehlt uns noch was und hier fehlt uns eine Truhe. Und da ist nach einer abgeschlossene Türe. Also würde ich sagen, in den Haupthub zurück und dann gehen wir wieder den Baum hoch. Erkunden diese Gebiete hier mal zu Ende. Also den Hub brauchen wir nicht mehr, aber hier ist auch wieder so eine komische Figur zu sehen. Hier fehlt noch eine Tür, hier ist noch eine Truhe und ein Secret. Und hier fehlen uns Teile. Ja. Also da würde ich mal sagen, da wir da noch nicht rein können, in den Teleporter hier. Sind wir richtig? Ja. Yep. Und dann müssen wir nur noch da oben irgendwie in den Baum reinkommen. So. Hallo Eichhörnchen. So. Ups. Hier hoch will ich. So. Das war knapp. Und hier hoch. Okay, hier ist eine verschlossene Türe. Durch die will ich aber erstmal nicht durch. Hier durch. Obwohl, da ist die verschlossene Türe ja gleich. Dann forschen wir erstmal da lang weiter. Das ist eine Sackgasse. Kommen wir so da hoch? Ja, kommen wir. Das hier wird nämlich jetzt etwas unschöner. Weil wir hier auf diesen auflösenden Dingern hochhüpfen müssen. So, haben wir jetzt einen Schlüssel gegen einen Schlüssel getauscht? Oder bekommen wir was ganz Tolles? Noch eine Karte. Jetzt haben wir ja schon drei von denen. Das müsste Nummer 2 sein, wenn ich die Zahl richtig deute. Nummer 4. Und Nummer 3. Okay. Das heißt, Nummer 1 fehlt uns auf jeden Fall noch. Und noch eine weitere Karte fehlt uns. Na toll. Nicht von Trümmern erschlagen werden. Das geht zum Glück nicht. Da ist Fes zum Glück kindergerecht. Oder so ähnlich. Und hier ist auch wieder so eine Säule. Irgendwann werden wir noch herausfinden, was es mit diesen Säulen auf sich hat. Ich frage mich, was das ist. Weil das sind, glaube ich, die Secrets, die hier noch sonst noch so offen stehen. Aber nun geht es erstmal weiter nach oben. Also nicht hier durch, wo wir weiterkommen eigentlich, sondern weiter nach oben. Ups. Ja, das wollte ich nicht. Nein, das war auch nicht so geplant. Ah ja, so ist das gut.
Und hoch. Und wir sind sicher erst einmal. Und wir sind immer noch sicher. Ja. Jetzt sind wir gefallen. Also ja, wenn sich irgendwann mal jemand die Mühe machen möchte, einen Death-Counter zu machen, dann habe ich nichts dagegen. Oh, Doppelkill. Das war mies. Runterfallen und dann auch noch in einem schwarzen Loch verschluckt. Von einem schwarzen Loch verschluckt werden. So. Aber ich würde mal sagen, bevor wir hier weitersuchen und dann nach da gehen, da das Rätsel, den Raum suchen, gibt es erst einmal wieder einen kleinen Cut. Bis dann.